die Ruine sein, die Laulei erwähnte. Und geflutet, wie sie sagte. Ich dachte schon, die werde ich nie... Schnappmäuler sind bestimmt von flussaufwärts gekommen. Folgt dem Fluss, finde seine Quelle. Scheint einfach zu sein. Kommen Sie. Ich glaube, ich bin sicher. Thank you.
Ein weiterer Tag ist vorbei. Da, das muss die Quelle des Wassers sein. Das könnten die Alten gebaut haben. Ein geschnitztes Tier von vor langer Zeit. Tja, da wollte wohl jemand rein. Hat fast den ganzen Sims weggeblasen, nur um durchzukommen. Überflutung erkannt. Evakuierung empfohlen. Überlaufbecken beschädigt. Das Überlaufbecken? Ist das das Loch? Sieht wie eine Schaltstelle aus. Was ist hier passiert, dass das Wasser wieder läuft? Zuflusssturm-Fehlfunktion. Drainagesystem offline. Das heißt bestimmt nichts Gutes. Der Großteil der Anlage steht wohl unter Wasser. Wie ist das passiert? Von hier aus müsste ich diesen Ort abschalten können. Oh, jemand hat das hier vermurkst. Mit den richtigen Teilen könnte ich es bestimmt zum Laufen bringen. Und da ist der Störenfried. Er ist anscheinend nicht so gut im Raus- wie im Reinkommen. Diese Drähte führen wohl zur Stromquelle. Die Schlossposition. Praktisch. Noch ein holographisches Interface. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Ein Teil fehlt. Ohne das komme ich nicht rein. Dieser Ossara muss sich hier durchgedrängt haben. Ich habe ihn irgendwie eingesperrt. Bei der Schmiede, wie schön, jemand anderen hier rumlaufen zu hören. Diese verdammte Türklemme! Das ist die perfekte Gelegenheit für eine gute Tat!
und sein Gewissen von allen Grausamkeiten zu entlassen. Wobei, du bist keins dieser Schnappmäuler von draußen, oder? Oh! Geht es dir gut? Du weißt nicht, wie sehr ich mich jetzt freue. Ich dachte schon, mein Feuer wäre erloschen. Meine Schmiede erkaltet. Aber nein, nein, nicht der alte Gildon. Dann bitte. Warte. Nochmal von vorne. Was tust du hier unten? Entschuldigung. Wenn man mit sich selbst spricht, kann man die Reihenfolge beliebig abändern. Da ist ein Artefakt in dem Lagerraum und ich muss es einfach haben. Doch wie du vielleicht merkst, geht die Tür nicht auf. Ich habe eins von diesen rundlichen, ringartigen Dingstars von der Wand genommen. Kein Glück. Also habe ich es mit diesem Knopf versucht. Noch weniger Glück. Durch meine sanften Versuche lief die Kammer dann voll. Ein bisschen. Ich drückte den Knopf nochmal, vielleicht zu enthusiastisch. Funken und Rauch. Offenkundig kam ich zum Forschen her. Meine sachten Schritte auf der Brücke haben vielleicht zum Einsturz beigetragen. Als die Brücke zusammenbrach, habe ich möglicherweise aus praktischen Gründen dieses Ringding dem Wasser überlassen. Als ich bereit war aufzugeben, war die Tür hinter mir geschlossen. Und daher sind wir wieder im Jetzt angelangt. Ohne noch einen Ring kommen wir auf keinen Fall in diesen Lagerraum. Er gehört zum Schließmechanismus, der die Tür steuert. Was du nicht sagst. Na, das ist doch großartig. Fabelhaft sogar. Du hast zwei Hände. Ich habe zwei Hände. Perfekt. Die Retterin, meine Rettung. Und wenn du magst, warum nicht? Natürlich. Meine Komplizin. Gemeinsam ist der Ring schon fast unser und mit ihm der Lagerraum und seine Beute. Ist dir der Ring nicht ins Wasser gefallen? Tja. Ich gebe zu, das sorgt für eine bisher unbekannte Komplexität unseres Vorgehens. Du sagtest etwas über ein Artefakt? In der Tat. Der Lagerraum quillt nur so über vor Schätzen der Alten. Aber einer sticht besonders heraus. Ein filigranes Spiegelglas. Ich habe so etwas nur einmal gesehen. Meine Mutter brachte eins mit aus dem Ort, wo sie gewesen war. Ich weiß noch, wie ich es hielt und hineinschaute. Mich sah und meine Mutter gleich über mir lächelnd. Und eins dieser Spiegelgläser ist im Lagerraum? Oh, ja, ziemlich sicher. Ich spähte in diese dunkle kleine Kammer und da war es. Ich wollte schon so lange eins finden, ich. Ja, diesmal ist es eins. Du hast den Knopf gefunden, der die Wasserzufuhr steuert. Reiner Zufall. Und ihn dann zerstört. Auch reiner Zufall. Das Bedienfeld ist wohl die einzige Möglichkeit, das hier abzuschalten. Das wird nicht einfach. Der Lagerraum ist voll. Von oben bis unten. Wärst du überrascht, dort zu finden, was du brauchst? Ich wär's sicher nicht. Also, wir müssen den Ring ersetzen und in den Lagerraum kommen. Ich repariere das Feld und schalte alles ab. Und ich kann endlich dieses Spiegelglas an mich nehmen. Okay, Gildon. Wie kommen wir an diesen Ring? Zwei Paar Hände, Mädchen, zwei Paar Hände. Hinter uns liegen zwei gigantische Tore, doch ich glaube, sie müssen zeitgleich geöffnet werden. Zusammen können wir diesen Ort trockenlegen. Dann sollten wir damit anfangen. Sollten wir besser. Ziemlich starke Strömung. Hier kann ich auf keinen Fall schwimmen. Da vorne, Kleine, siehst du die Ventile? Wird Zeit, dass wir loslegen. Ich übernehme das hier. Auf der anderen Seite ist ein Ventil, das das Tor einrastet. Könntest du vielleicht rübergehen und das übernehmen?
Weißt du, das erinnert mich an ein Abenteuer von mir nahe des Handels. Eine steinerne Ruine. Baum hoch und Berg steil. Der Koloss hatte 13 Ebenen. Keine Wände. Nur große Scheiben. Gewicht der Ebene ist hoch. Und heute, mit unzähligen dieser großen, verrosteten alten Welt, weißt du, den Tyräner. Ich habe hunderte dieser Macht. Du, und nicht außer Vogel. Oh, abgestandenes Badewasser. Reizend. Fabelhaft! Ich wusste es! Und jetzt dreh ordentlich am Ventil. Geht klar. Noch ein wenig und das verflixte Tor müsste sich endlich bewegen. Ja, das Tor müsste jetzt runter können. Du hast recht. Wenn ich das Tor runterkriege, musst du das Ventil wieder drehen. Somit das Teil einlassen. Ein Tor unten. Schon halb geschafft, oder? Zum zweiten Tor. Eine Leiter ist was sehr Besonderes, Kleine. Sie wird dich genau dorthin bringen, wo du hin musst. Und kein Stückchen weiter. Ich wette, das Ventil für das zweite Schleusentor ist irgendwo oben. Aber wie kommen wir da bloß hinauf? Ich glaube, von hier erreiche ich die wackelige, rostige Plattform. So geht's vielleicht rauf. Ich hab zu viel noch nie dabei. Solch todesverachtenden Wagemut gesehen. Danke, glaube ich. Du bist nah dran! Spring einfach herüber! Ah! Du bist direkt über mir! Schick mir die Leiter runter! Vorsicht da unten! Wir haben doch schon Erfahrung damit. Das sollte ein Kinderspiel sein. Übernimmst du das Ventil auf der anderen Seite? Wenn es auf der Seite genauso ist, sollte hier ein Zugangstunnel sein. Okay, Gildon, du kannst drehen. Es funktioniert nicht!
Mist, das Ding ist zu schwer. Schau mal bitte hinter mich. Siehst du was Großes und, kaputtes? Ein Teil des Gegengewichts scheint abgebrochen. Wenn ich hochkomme, reicht vielleicht mein Gewicht, damit es sich wieder bewegt. Warte, okay? Ich habe einen Plan. Ich muss noch höher. Ich könnte am Wrack hoch. Was anderes fällt mir nicht ein. Direkt aufs Gegengewicht springen. Ich könnte hochklettern und rüber. Sprung. Geschafft. Wir können loslegen. Das war ein Anblick, wie du von Rostrohr zu Rostrohr gesprungen bist. Es ist noch Wasser da, aber seicht genug, oder? Also dann, wo ist der Ring? Gute Frage. Tja, jetzt kann ich wenigstens schwimmen. Schnappmaul! Ein Schnappmaul! Ein sehr, sehr großes Schnappmaul! Ich sehe es, Gedun! Sehr groß! Sehr, sehr groß! Sei einfach nicht im Weg! Vergib die Schmiede! Was ist, wenn das Schnappmaul den Ring verschluckt hat? Einfach runtergeschlungen? Das sehen wir, wenn es tot ist! Du hattest recht. Das Teil hat den Ring verschluckt.
ist die Gildun-Intuition in Aktion! Sie lässt mich nie im Stich. Ja, manchmal ist der Weg recht umständlich, aber... Ach, egal! Zum Lagerraum! Zur Bunte! Oh, was ist hier? Mehr Schätze der alten Welt? Ein Ort voller Überraschungen? Wollt ihr nachschauen? Wolltest du nicht eigentlich in den Lagerraum? Ich schon, unbedingt, aber... ich kann reinschauen, wenn du es auch tust. Ich freue mich! Fast geschafft! Bald halte ich wieder das Spiegelglas in meinen Händen. So wie früher mit Mutter. Was machst du denn da mit deinen Händen, Kleine? Ich glaub's nicht, das hat geklappt! Und ich dachte schon, du hast jetzt den Verstand verloren! Wo ist der? Wo ist der hin? Gut, reparieren wir das Bedienfeld und schalten alles ab. Gildun? Ist alles okay? Ich war mir da so sicher. Das Spiegelglas, ich war so sicher. Genau da im Fenster war es. Natürlich. Eine Täuschung, überhaupt nichts. Tut mir leid, Gildun. Es hat dir wohl viel bedeutet. Ach, ja. Genauso viel wie jedes Artefakt der Alten mir bedeutet. Ist gut, na, schon gut. Außerdem, was ist Beute im Vergleich zum Abenteuer? Darum machen wir es, Kleine. Abenteuer, nicht die Scherben. Und was für ein Abenteuer. Oh, bei der großen Schmiede, ich werde es nie vergessen. Also dann, ich glaube, wir haben Reparaturen vor uns. Oh, das ist doch schon viel hübscher, oder nicht? Was bedeutet das? Na, dass es geklappt hat. Bei der Schmiede! Du bist unglaublich! Hörst du das häufig? Ich vermute mal schwer, ja. Ich hab sowas schon ein, zweimal gehört. Oh, sie ist bescheiden. Meisterin der Künste der Alten, Stöberin, die das ganze Anrecht erblassen lässt. Und sie ist bescheiden. Ich hab das nicht allein gemacht, Gildun. Nein. Nein, vermutlich nicht. Was machst du als nächstes? Gehst du zurück zum Anrecht? Und den Menschen von Sangesgrund diese Geschichte vorenthalten? Nie im Leben! Ich bleibe noch etwas länger. Jeder Beteiligte sollte die Geschichte erzählen.
Kommst du mit und hilfst mir, ja? Überlaufbecken leer. Innenraum zugänglich. Minimale Flutschäden. Das Becken ist wohl auch ausgetrocknet. Ich sehe es mir mal an. Direkt noch ein Abenteuer? Du bist mutiger als ich, aber das überrascht mich nicht. Und dem Klang nach zu urteilen, ist Launay bereits am Loch. Wird lauter. Sie hatte recht mit dem Geräusch. Freust dich, wieder spielen zu können. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen. Was hältst du von meiner Musik? Ich habe noch nie so etwas gehört. Weil es keinen anderen Ort gibt mit solch einer Resonanz, einer Intonation, die deinen Körper vibrieren lässt. Und natürlich kennt keiner diese Rohre wie ich. Ich habe sie gehört, bevor ich laufen konnte, auf dem Rücken meines Vaters. Danke für die Wasserableitung. Nicht allein für mich, auch für die Ahnen und ihre Lieder. Bitte, nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Auf meinen Zähnen bildet sich Frost.